Heute ist dran Türchen Nummer 17. Oh. Okay. 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 Ja, ja. Wow. Wow. Das sind Diamond Painting Spitzen. Da haben wir meinen Stift, meinen Lieblingsstift. So, wir haben zwei dieser Ringe dabei. Also dieser Ring muss hier drüber. So. Und dann mit etwas Überredungskunst habe ich die andere Spitze jetzt rausbekommen. Dann kann man den reinsetzen, obwohl ich glaube, in dem Stift braucht man nicht unbedingt diesen Gummiring da drum. Aber in der Spitze selbst sind Steinchen drin. Genauso wie auch in denen hier. Da sind auch Steinchen drin. Und was ich auch gesehen habe, die sind leicht gebogen. Man braucht nur einen dieser Ringe. Der zweite ist als Sicherheit. Aber man hält den dann eben leicht schräg. Nicht so gerade, sondern leicht schräg. Und darauf bin ich wirklich gespannt. Oh ja, die werde ich probieren. Wie gesagt, das ist die normale Vierer-Metallspitze. Und dann hält man den Stift eben so beim Kleben. Und hier hält man den Stift eben schräger. Es wird eine kleine Umgewöhnung. Aber auch bei der gebogenen Spitze fand ich es dann wesentlich praktischer als die gerade. Deswegen mal gucken. Da werden wir mal gucken. Hält auch ganz gut drin. Ja. Und der Stift macht richtig was her. Dann mal gucken, wie man den am liebsten hält. Ja. Aber das ist in Türchen Nummer 17. Ein Set Metallsetzer in Edel.